Akasha Patitam Toyam Yata Gachati Sagaram. Alles Wasser, das vom Himmel fällt, findet seinen Weg zum Meer. Die Meere bedecken mehr als 2/3 der Erdoberfläche. Und so muss eine Nation, die eine Küste von mehr als 7000 Kilometern Länge hat, auch strikt Wache über ihre Meere halten. Demjenigen, dem es gelingt, die gewaltige Kraft der Natur zu zähmen, wird auch mit Sicherheit seine Fußabdrücke im Sand der Zeiten hinterlassen. Nur eine starke, selbstständige, moderne Kriegsmarine kann garantieren, dass eine Nation die Unantastbarkeit ihrer Hoheitsgewässer schützt und Mitspracherecht besitzt. Denn der Indische Ozean ist von großer geopolitischer und strategischer Bedeutung. Ist Indien, Südasiens größte Nation, diesen Herausforderungen auch gewachsen? Willkommen bei der indischen Marine, den indischen Seestreitkräften. In Indien war der Beginn des neuen Millenniums durch eine hektische Aktivität im wichtigen westlichen Stützpunkt der Kriegsmarine gekennzeichnet. Der Raketenzerstörer INS Mumbai, der in Anerkennung ihrer alten Seefahrtstraditionen nach dieser Stadt benannt wurde, ist das neueste Mitglied der Armada der indischen Kriegsmarine. Dieses 6700 Tonnen Kriegsschiff kann eine Geschwindigkeit von über 13 Knoten erreichen. Der 22. Januar 2001 war auch noch aus einem anderen Grund ein ganz besonderer Tag. Und zwar gesellte sich außerdem die INS Kirch zu dieser Flotte. Es war zum ersten Mal, dass gleichzeitig 2 Schiffe in Dienst gestellt wurden. Die Hafenstadt Mumbai nimmt an der indischen Seefahrtsgeschichte einen ganz besonderen Ehrenplatz ein. Die Portugiesen, die im 16. Jahrhundert hier eintrafen, tauften diesen dort auf Bombahem, was wörtlich übersetzt gute Bucht bedeutet, und bauten an ihrer östlichen Seite eine Festung. Als nächstes kamen die Engländer. Der König Charles II., der die 7 Inseln als Mitgift erhalten hatte, verpachtete sie an die Ostindien-Kompanie für sage und schreibe nur 10 Pfund pro Jahr. Diese Kompanie, die Bombays große strategische Bedeutung erkannt hatte, festigte diesen Flottenstützpunkt und forderte die Kaufleute auf, diesen Ort zu ihrem Handelszentrum auszubauen. Eine Reihe von Trocken- und Nassdocks und die Gründung der Hafenverwaltung von Bombay verwandelten schon bald das Aussehen dieser Küste. Heute wird über diese geschäftige Hafenstadt 1/3 von Indiens gesamtem Handel abgewickelt. Wie an den Abbildungen auf alten Siegeln zu sehen ist, blickt die indische Seefahrt auf eine mehrere tausend Jahre alte Vergangenheit. Der griechische Palus entdeckte die jahreszeitlich bedingten Winde des Südwestmonsuns und ebnete damit den Weg für den Handel zur See zwischen Indien und dem Land der Hellenen. Die leeren Buddhas gelangten über die Bucht von Bengalen nach Java, Sumatra und weiter in den Osten. Eine Abhandlung namens Yukti Kalpataru aus dem 6. Jahrhundert schrieb die Größe, Gestalt und Nutzung der unterschiedlichsten Bootstypen vor. Bis zum 14. Jahrhundert gingen indische Schiffe regelmäßig in den Häfen am Roten Meer und der Küste von Afrika vor Anker. Die Herrscher Europas entsandten Expeditionen, um das Land der Seide, Gewürze und des Elfenbeins zu entdecken. Sie trafen als Reisende ein, um es später zu ihrer Kolonie zu machen. Handelsschiffe machten Kriegsschiffen Platz. Chhatrapati Shivaji Maharaj, der Herrscher der Marathen, war der Erste, der diese Gefahr erkannte. Er ernannte Kanhoji Angre zum Befehlshaber seiner Seestreitmacht, um die fremden Eindringler abzuwimmeln. Den schnellen Galbats der Maratha-Flotte gelang es nicht selten, die schwerfälligen ausländischen Kriegsschiffe auszumanövrieren. Weiter unten im Süden forderten 4 Generationen von Kunjalis den fremden Eindringlingen einen schweren Preis ab für deren misslungene Abenteuer. Aber es war bereits zu spät.
Ironischerweise aber hat die indische Kriegsmarine ihre Entstehung der Ostindien Company zu verdanken, die 1913 die indische Marine gründete. Die Flotten der einheimischen Herrscher, die seit Hunderten von Jahren keine Gefechte mehr ausgetragen hatten, waren den Eroberern bei weitem unterlegen. Die Verlagerung der Ostindien Company von Surat nach Bombay führte zur Bildung der Marine von Bombay, die erfolgreich den Widerstand der Einheimischen brach. Den Engländern hatte ihre Politik des Teilens und Herrschens zum Sieg verholfen und das Indien war eine Kolonie geworden. Aber es gab auch eine positive Seite. Die Engländer, die auf das Können der Ansässigen aufmerksam geworden waren, beauftragten einheimische Schiffsbauer wie die Vadias mit dem Bau ihrer Schiffe. Über 300 der feinsten Schiffe dieser Welt entstanden in ihren Werften. Nach den Schiffen kamen die Mannschaften. 1877 wurde aus der indischen Marine die Marine ihrer königlichen Hoheit, die erste offizielle Seestreitkraft, die im Dienst der englischen Krone stand. 1930 wurde sie auf Royal Indian Navy, kurz RIM, umgetauft. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges demonstrierten diese Seeleute ihren großen Kampfgeist. Als der Zweite Weltkrieg tobte, setzte sich die Royal Indian Navy aus 4 Fregatten, 14 Minensuchbooten, 30 Hafenbooten und einer Vielzahl von Motorbarkassen und 25.000 Flottenangehörigen zusammen. Die Seeleute der Kriegsmarine waren auf vielen Kriegsschauplätzen zu sehen. Viele dieser tapferen Männer wurden für ihren mutigen Einsatz ausgezeichnet. Der Aufruf zur Unabhängigkeit fand Widerhall in den Herzen aller Angehörigen der indischen Kriegsmarine. Der Funke der Revolution sprang über auf das entmobilisierte Personal, das davon überzeugt war, dass passiver Widerstand die Engländer nicht aus Indien vertreiben würde. Am 18. Februar 1946 lehnte sich das indische Personal der Marine mit Protestmärschen und Gewehrschüssen gegen die Vorherrschaft der Engländer auf. An diesen Protesten beteiligten sich 56 Schiffe und 10 Einrichtungen. Das war das Signal für die Engländer, dass es Zeit war zu gehen. Die Unabhängigkeit kam und auf den Masten der indischen Schiffe begann stolz die indische Trikolore zu flattern. Nachdem Indien im Januar 1950 eine Republik geworden war, wurde das Royal aus dem Namen gestrichen und die moderne indische Kriegsmarine erlebte ihre Geburtsstunde. Es sollten aber noch mehrere Jahre vergehen, bis ein indischer Offizier das Kommando übernahm. Im April 1954 wurde Vizeadmiral R.D. Kattari der erste Chef der indischen Kriegsmarine. Die Jahre nach der Unabhängigkeit waren für das Wachstum der Marine von großer Bedeutung. Die Regierung hatte erkannt, dass die Marine modernisiert werden musste. Berühmte britische Kriegsschiffe wurden in die indische Marine integriert. Die HMS Achilles dampfte in indisches Gewässer. Sie wurde in HMS Delhi umgetauft und der erste Zerstörer der Kriegsmarine des unabhängigen Indiens. Andere Schiffe folgten, die Rajput- und Godavari-Klasse, stolze Namen, symbolisch für die Trommelklänge der Vergangenheit und unerschrockene Männer, die sich tapfer schlugen. Ihre Wappen waren Sinnbilder der Tapferkeit. Zusätzliche Schiffe wurden bestellt und in die Marine aufgenommen. Eins folgte dem anderen, um voller Erwartungen und Jubel den Kern der modernen indischen Kriegsmarine zu bilden. Der 27. Mai 1951 war ein stolzer Tag. Der indischen Kriegsmarine wurden von Dr. Rajendra Prasad die Farben des Präsidenten überreicht. Nachdem sie die älteste der drei indischen Streitkräfte war, war sie auch die erste, die diese Ehre empfing. Eine Kriegsflotte kann nur dann wirklich stark sein, wenn sie unabhängig ist. Und die indischen Seestreitkräfte, die sich ihrer Verantwortung bewusst waren, wurden stärker und stärker. Heute produzieren Werften in Mumbai, Kalkutta, Goa und anderen Landesteilen eine Vielzahl von Schiffstypen für die Hochseegewässer.
Von Zeit zu Zeit treffen Schiffe in den Werften für Reparaturen oder komplette Überholungen ein. Das Zeitalter der Technik hielt auch hier Einzug. Das Klopfen der Meißel machte dem Zischen der Metallschneider Platz. Gemächliche Pinselstriche der Farbspritzpistole. Modernste Labors kalibrieren Präzisionsinstrumente. In anderen Werften überprüfen Techniker die Waffenlage und verleihen den Waffen den letzten Schliff. In den Trockendocks gesunden Schiffe, um dann gestärkt und kampfbereit wieder ins Wasser gelassen zu werden. In einem Zeitalter modernster Technologie ist die Modernisierung ein kontinuierlicher Prozess. Unsere Schiffe sind mit den neuesten Warn- und Kriegssystemen ausgerüstet. Die in Indien gebauten Sonar- und ECM-Ausrüstungen sind Beweis dafür, dass es für die Menschen dieses Landes kein Problem ist, modernste Technologie zu meistern. Im Laufe der Jahre verwandelte dieser Quantensprung Indiens Kriegsmarine in eine der modernsten der Welt. Eine Vielzahl von Schiffen wurden den indischen Seestreitkräften hinzugefügt, die von unterschiedlicher Größe, Gestalt und Kapazität waren und von denen jedes für eine ganz spezielle Aufgabe entworfen wurde. Sie alle gemeinsam gestalten die indische Kriegsmarine zu einer ernstzunehmenden Streitmacht. Das letzte Jahrzehnt war entscheidend. Durch das Hinzufügen von Tankschiffen ist der indischen Marine nun der Sprung von einer Binnenmarine zu einer Hochseemarine gelungen. Die gigantische INS Jyoti, die sich zur Jahrhundertwende zu dieser Flotte gesellte, machte einen Riesenunterschied und verdoppelte die Tankkapazität. Den Truppen der Kriegsmarine ist es nun möglich, 50 Tage auf hoher See zu bleiben, die Gewässer in einem Umkreis von 17.000 Meilen zu kontrollieren. Das Meer kann sehr rücksichtslos sein. Präzision ist die Voraussetzung, wenn man Schiffe steuern will. Zwei stählerne Kolosse nebeneinander liegen zu bringen und sicher durch das Meer zu steuern, setzt einen hohen Grad an Sachkenntnissen und Erfahrungen voraus. Genauso wie der präzise und aufeinander abgestimmte Transport über das Seil. In kritischen Situationen kann es vorkommen, dass auf hoher See Menschen und Material von einem Schiff zum anderen befördert werden müssen. Auf das Unerwartete vorbereitet zu sein, heißt kampfbereit zu sein. Der Flugzeugträger INS Virat führt eine Kriegsübung auf hoher See aus. Adjutant und Akrobat der Marineluftwaffe heben ab. Sie sind fähig, feindliche Kampfflieger, Schiffe oder U-Boote abzufangen. Späher halten mit scharfen Augen nach Eindringlingen Ausschau. Raketen und Schusswaffen senden Warnsignale. Falls das den Feind nicht abschreckt, sind die Kriegsschiffe bereit, ihre tödlichen Raketen abzufeuern. Feindliche U-Boote können sich in unserem Ozean verstecken. Unser Sonar entdeckt diese Gefahr und Torpedos werden abgefeuert. Dunkle Nächte sind kein Hindernis für die Treffsicherheit unserer modernen Waffen. Tag für Tag patrouilliert die indische Armada mit wachsamen Augen das Meer. Diese komplexen Kriegsmaschinen verlangen das Beste. Und die Mannschaft ist dafür bereit. Mannschaft und Kapitän sind wachsam. Jeder hat seine ganz spezielle Aufgabe zu erfüllen.
Jedes Schiff ist ein Kraftwerk voller Energie. Einige generieren genug Strom, um eine kleine Stadt zu erhellen. Feuer ist eine der potenziellen Gefahren auf dem Meer, weshalb die Mannschaft sich auch regelmäßig in seiner Bekämpfung übt. Sich auf hoher See zu befinden, bedeutet aber nicht, seinen Gaumen einschränken zu müssen. Die Kombüse ist ein geschäftiger Ort. Die Mannschaft freut sich auf ihre Mahlzeiten. Mit einer guten Küche lässt sich die harte Arbeit allemal leichter ertragen. Fit zu bleiben ist sehr wichtig für das Leben auf hoher See. Rigoroses Training steigert die Einsatzbereitschaft zu Lande wie Wasser. Diese Männer sind auf alles vorbereitet. Die Offiziere informieren sich über die neuesten Entwicklungen in ihrem Beruf. Offiziere der Flotten benachbarter Länder werden regelmäßig eingeladen. Detailliertes Wissen über Meeresströmungen und Seefahrtsstraßen ist entscheidend, um sicher navigieren zu können. Der Indische Ozean wird regelmäßig vermessen und es werden detaillierte Karten erstellt. Die Vermesser müssen sorgfältig eine Vielzahl von Daten überwachen. Die Portugiesen waren die ersten, die Seefahrtskarten von den indischen Gewässern anfertigten. Die britische Ostindien-Kompanie legte großen Wert auf eine Vermessung der Meere und entdeckte eine Vielzahl neuer Routen. Nach der Unabhängigkeit wurde die Naval Hydrographic Organization nach Dehradun verlegt, wo heute regelmäßig die neuesten Seekarten veröffentlicht werden. Das National Hydrographic Office, NHO, hat 8 Schiffe, die den Ozean vermessen. Die Genauigkeit dieser Messungen sind daher sehr präzise. In den 50er Jahren erkannte die Kriegsmarine, wie wichtig es war, sich Flügel zuzulegen und lockte damit die besten Jungmänner des Landes an. Und so kam es zur Gründung der Marine Luftwaffe. Heute haben alle im Land gebauten Schiffe an Deck ausreichend Platz für einen Hubschrauber. Hubschrauber spielen eine wichtige Rolle beim Transport zwischen den Schiffen und zwischen Land und See. Die von einem Mutterschiff startenden Helikopter spielen eine wichtige Rolle als Transportmittel in Friedenszeiten und beim Einsatz gegen U-Boote. Sea Kings Helikopter leisten bei Kommandomissionen logistische Unterstützung. 1961 wurde die INS Vigrant, Indiens erster Flugzeugträger, in Betrieb genommen. Diese mobile Plattform für Luftangriffe verstärkte die Kampfkraft der indischen Kriegsflotte beträchtlich. Heute bildet ihr Nachfolger, die INS Virat, das Rückgrat der indischen Kriegsmarine. Modernste Kampfflugzeuge geben der Marine einen gewaltigen Vorsprung. In der Luft wie auch in den Tiefen des Meeres. Die ersten Unterseeboote trafen hier nach einer langen Reise aus der Sowjetunion ein. Heute bauen wir diese Wale des Meeres selbst. Die letzten Akquisitionen sind in der Lage, mit großer Treffsicherheit tödliche Raketen auf den Weg zu schicken. Die indische Kriegsmarine überschritt auf ihrem Marsch in die Zukunft eine kritische Schwelle und kann heute mit Stolz behaupten, eine Streitkraft zu sein, die ernst zu nehmen ist. Eine Streitkraft, die fähig ist, einen undurchdringlichen Schutzwall aufzubauen und, falls herausgefordert, bereit ist, dem Aggressor eine passende Antwort zu erteilen. Seit Indiens Unabhängigkeit bewies die indische Kriegsmarine bei Einsätzen auf See, dass auf sie Verlass ist.
Die Befreiung von Goa 1961, die sich Operation Vijay nannte, begann am Morgen des 18. Dezember. In einem meisterhaften Doppelangriff setzte die INS Bitwa und INS Bees den portugiesischen Kreuzer innerhalb von 10 Minuten außer Gefecht. Die letzte Hochburg des Kolonialismus war gefallen. Karachi 1971. In einem gut geplanten Manöver bombardierten indische Raketenschnellboote zusammen mit Zerstörern den Hafen der Stadt gleich zweimal in einer einzigen Woche, wobei sie Munitionslager sowie eine Vielfalt feindlicher Schiffe zerstörten. Ein harter Schlag für die pakistanische Kriegsmarine. An der östlichen Front gelang es der indischen Kriegsmarine auch zuzuschlagen. Sie versank das U-Boot PNS Ghazi vor der Küste von Vishakhapatnam. Damit konnte der Bedrohung der indischen Streitkräfte in der Bucht von Bengal ein Ende bereitet werden. Die INS Vikrant griff an und schnitt dem Feind den Rückzug ab. Pakistans Kriegsschiffe waren außer Gefecht gesetzt. Die Woge des Terrors war vorüber. 1987 landeten auf Bitten der Regierung von Sri Lanka indische Friedenstruppen in Sri Lanka. Das bedeutete mehrere Aktionen zur gleichen Zeit. Das Ausladen von Fracht, die Landung von 200.000 Menschen und das Abschneiden der Versorgungslinien der Rebellen. 1988 entdeckte der Luftwaffenarm der indischen Marine in den Maldiven die Rebellen, die einen Staatsstreich verübt hatten. Zwei indische Kriegsschiffe setzten in einer Rettungsaktion sofort Kurs auf die Maldiven. Dieses rasche Handeln zwang die Rollen, beschämt die Waffen niederzulegen. Eine der wichtigsten Rollen der Kriegsmarine in Friedenszeiten ist die Diplomatie. In diesem Zusammenhang organisierte sie den Internationalen Flottentreff 2001. Dieses große Ereignis zu Beginn des neuen Jahrtausends eroberte sich einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der indischen Seefahrt. Große wie kleine Nationen entsandten ihre Schiffe in einer Geste der Freundschaft. Vom 15. bis 20. Februar 2001 war die indische Kriegsmarine Gastgeber dieses einmaligen Ereignisses. 29 Flotten aus allen Teilen der Welt nahmen die Einladung an. Es war ein unvergessliches Ereignis für die Angehörigen dieser Flotten. Die imposante internationale Beteiligung zeugte davon, welch ein hohes Ansehen die indische Flotte unter den Nationen unserer Erde genießt. Im letzten Jahrhundert versuchte der Mensch, das Weltall zu erobern. Und diesem Jahrhundert wird er vielleicht seinen Blick auf die Meere richten. Shanu Varuna. Möge Varuna, der Herr der Ozeane, uns günstig gestimmt sein.